So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Today oder wie das Ding heißt hier. Jedenfalls ist es 7 Days to D. Es beginnt ja gerade der Tag, es wird langsam hell. Noch sehe ich wenig, kaum rühren, ich habe kaum Leben. Bin eigentlich fast tot. Noch was essen. Wir werden halt ein paar Beeren sammeln noch und jetzt wird hell. Wir gehen mal oben nach oben schauen und machen mal einen Rundumblick, was draußen los ist. Denn wir haben hier oben ein bisschen besser abgesichert. Ein bisschen besser ist gut. Tür offen. Da lag ein Zombie. Draußen ist kalt und windig, immer mal reparieren. Bei Gelegenheit. Machen wir zu hinzu. Das ist ein Schlafsack, nicht zum Schlafen. Aber der Punkt, da können wir wieder erscheinen, wenn wir auch sterben sollten. Oh, seht ihr da oben die Massen? Eins, zwei, ich sehe sechs Stück. Und wenn die zu mir kommen, große Mahlzeit. Ich muss Pals killen, weil das bringt Erfahrungspunkte. Ja, wiederum muss ich mich still verhalten, da ich fast tot bin. Was gibt denn da oben Schönes? Drei. Dann der erste Tag viel. Dringend neuen Bögen. Das sollte noch ganz kurz einer. Schiss. Das ist daneben die Hütte.
Die dicke. Und nehmen wir die dicke nehmen. Die ist nicht so schnell. Hier kommen wir nicht runter, jetzt töte ich mich. Wahnsinnig. Hat eine recht gute Ausdauer, ich kann nicht gut weglaufen. Und hier, wenn sie hochgehen, haben sie ein bisschen. Ja, Probleme. Doch gar Sauru. Mist. Scheiße. Dreck. Nein, war ja fast doof. Das war schon leid. Jetzt du best aufwachen im Haus, ist doof. Kurze Pause, ich mach mal. So, es geht weiter. Ich bin jetzt in der Nähe aufgewacht, weil im Haus sind die Häuser. Das ist leider etwas zu viele Zombies. Drinnen muss nur einer sein. Schauen wir mal drin kann. Falls er da ist, müsste eigentlich einfach tot sein normalerweise.
So. So. Ich hab meine Sachen wieder. Leider. Etwas. Kalt. Gut, Schaufel ja gemacht, ja. Binde. Aber ich war ja eh fast tot gewesen, in Anführungszeichen. Ja. Pfeile habe ich keine mehr. Äußerst bescheiden. Was wollte ich machen? Ich wollte was gucken wegen. Zwar hier geht es um Muskeln. Ich werde ein bisschen zu schwach. Milch trinke. Was bringt das? Softie. Fit. So. Bully. Ob das nun gut ist, andere Frage, weiß ich nicht. Schau mal. Wollen wir mal zeigen, wie es geht? Jo! Ich hab mal die Sache ohne Schande bestanden. So, was heißt jetzt hier Vogel untersuchen? Beziehungsweise ich wollte mal da runtergehen zum Gebäude. Was da ist. Hier auch noch eine Tür zu. Ist kalt. Bären. So. Die Ressourcen sammeln, Steine. Zehn Federn. Noch 10 Pfeile.
Da schleicht sich da einer an. Das ist Kohle. Auch noch nicht. Schauen wir mal hier, was Lücken geht. Garantie. Ich bin so fleißig bei, mach alles kaputt. Also im Gebäude würde ich gerade nicht reingehen. Da wird es faul sein. Oh nee. Eisen. Steine. Auto. Oh ja. Der ist hart. Ja. Hier. Da hat noch einer. Das ist aber was. Gib dann hier auf. Oh. Du liebe blöd. Ich brauche Vogelnester, Feder, Pfeile. Die kriegst du nur mit Pfeile erledigt. Ja. Schon ein Hammer, ne? Nahkampf wird nicht gut. Zehn Uhr. Oh, Beute. Zwei. Oh. Aber auch Raubtiere. Die gefallen mir gar nicht.
Entdeckung. Müsste irgendwie umziehen in der das freundlichen Ecke. Hier ist mir zu viel Schnee. Federwald noch. Oh, das habe ich gefunden. Ein paar Bären auch nicht schlecht. So, gucken wir mal, ob wir einen Wälder finden noch hier. Holz. Dann können wir ein paar Dinger bauen. Abwehrmaßnahme. Dann werden die gar nicht reingekommen, die anderen beiden. Nur drei. Wenn er geschossen hätte. Ich muss mal den Weg in die andere Richtung gehen. Hier war da kein Durchkommen. Mal horchen, was los ist. Ein bisschen Holz. Bären. Ich habe auch die stärksten Typen hier erwischt. Da, großer. Der fliegt in die Richtung. Da wissen wir es ab. Das habe ich aber aktiviert auf dem Server. Das heißt, den Punkt. Könnt ihr also rein theoretisch finden. Gehen wir hier so rein. Hier waren wir noch nicht gewesen. Yes, nein. Wir müssen noch mehr finden. Kochtopf, Bratpfanne und so zeigt alles. Dann können wir das entsprechend nutzen. Also Eier können wir roh essen, ne? Also ist das nicht. Ach, da ist Abwehrpunkt, ach so. Noch ein Nest. Ne, da haben wir schon gesammelt. Geht es um die Federn. Federn, Federn, Federn. Da steht ein Baum. Eisen. Da war leider auch ein Zombie.
Aber Eisen sind schon halt noch nichts. Ich kann höchstens einen Shop gebrauchen. Gehen wir zum Auto. Super. Fetzen. Können wir winnen. Können wir winnen bauen. Hier gibt's nur noch Bären. Aber ich brauche Holz. Und Schrott. Super. Ein bisschen mehr Schrott. Benzin. Benzin können wir es auch nicht brauchen. Aktuell. Aber mal sehen. Sehen den Burschen. Dass man rechtzeitig abhauen kann. Ja, da gibt es die Messer, so einen riesengroßen Zombies hier. Ist ja nicht normal. Nicht keine gehört hat, ne? Husch, weg, weg. Ich bin noch nicht mal ein, was da schön ist. Ich habe hier noch nicht mal was ist raus. Das juckt mich ganz schön. Das scheint eine Basis zu sein. Wo ist der Händler? Ne, der Händler wird nicht. Das scheint eine ganz gute Frage zu sein.
ein Zombie. Oh, interessant. Alter, auch töten mich. Könnte man oben, aber wie gesagt, tödlich. Ich werde anderweitig gucken, wenn ich nach anderweitigen Materialien, Holz vor allen Dingen erstmal. Dann sind wir sicher. Ich brauche Wasser. Und ich brauche Kaplaster. Dann können wir was herstellen. Yeah. Machen wir ein bisschen Wasser.
Ja, ein bisschen. Wärme. Apropos. Können wir da Pfeile herstellen? Sogar viele. Die andere Frage, kann man Amos herstellen? Das ist mehr. Das Bett kann ich herstellen. Verband. So, gehen wir hier an die I. Bauen wir was. Federn. Munition, Waffen. Feuer. Holzbogen. Gewitter. Wow. Jagdmesser. Nahrung. Maisbrühe. Fahrrad. Oh, verschiedenes. Du mit mir Bogen. Oder muss ich die Antwort irgendwo finden? Stoffstiefel. Können wir auch nicht herstellen. Ja. Aber Amos finde ich keine. Dann müssen wir noch einen Pfeil vorlegen. Ja. Muss der Kino ruhig schon raus. Okay, viele Steine, ne? Wahnsinn.
installieren. Gut, macht er erstmal nicht, weil er eine Pfeile herstellt. So. Jo, ach, oh, Tag ist gelaufen. Junge, Junge. Mach Schluss für heute, für die heutige Folge. Das haben wir wieder so wirklich verschaut. Mal sehen wir uns wieder, wenn es wieder losgeht. Tschüss. Also hier geht's aus. So, es geht weiter. Mal schauen, was halt passiert. Die Nacht kommt erst noch. Wir sind gerade 19 Uhr. Wasser haben wir nun. Wir wollen essen. Ein bisschen zu erholen. Und einen guten Bären. Sehen wir kurz mal die Binden dazu packen, unsere Verband. Pfeile haben wir nun, das werden wir aussortieren. Da werden wir gleich unsere Überraschung für Besucher herrichten. Zurzeit kochen wir mit Wasser ab. Da fehlt leider. Oh, Blaubeerkuchen kann ich kochen. Nein, kann ich nicht kochen, aber. Flasche Wasser. Muss in meinem Gepäck sein. Das Schöne ist, dass das Prinzip, dass die Flaschen dann nach dem Feld nicht weg sind. Hier ist es heikel, da kann man nicht rausgehen. Das haben wir jetzt eingebaut. Junge, ich brauche noch bitte Ressourcen. Mit dem Holz wäre nicht schlecht. Aber das reicht nicht. Mittlerweile bin ich Level 3. Das ist nicht schlecht. Nur zu wenig. Und gleich schauen, wo die Abschlussstelle ist für das Paket, was ich gekriegt habe. Muss irgendwo sein. Wenn das in der Reichweite ist, kann man das holen. So. Richtig was war der Ast. Hier ist da oben Häuser. Bäume kann man pflanzen, ne? Aber ich brauche jetzt Holz. Gut, Bären haben wir genug.
gibt es verschiedene Ressourcen. Sieht nach Kohle aus? Ne, Stein. Ich brauche eine bessere Picke. Ja, da gibt es in Häusern viele Zombies. Mal schauen auf der Karte, wo die Absturzstelle ist. Wo die Markierung ist. Da ist der Händler. Also Händler nutzt mir nichts, weil wir keine Sachen haben zum Handeln. Beziehungsweise wir haben noch kein Geld gefunden. Und wenn, war es zu wenig. Für einen Dollar kriegen wir nichts. Und hier ist ja nur Schnee und Eis. Aber heute ist schon spät, da brauchen wir nicht mehr anfangen. Noch. Wir wollen mal keine Zombies im Haus locken, ne? Gehen wir zurück, dass wir hier in aller Ruhe das Verfahren kreativen können hier. Und dann schauen wir, ob wir neue Bleibe finden, die ein bisschen besser geeignet ist als Schutz. Oh, schon wieder Regen. Gehen wir rein, Sonne hinunter. Schlag eigentlich dunkel. Die Tür hauen die wohl nicht zurück. So. Ja. So, dann noch mal Tschüss, bis es wieder hell ist und kommen wir wieder rein. Im Dunkeln mache ich sowieso nichts, da werde ich die Nacht irgendwie überstehen und dann gehen wir uns dann zu weiteren Folgen. Ich denke mal wieder, ne? Tschüss. Tschüsschen.